Hallo, meine Damen und Herren. Im letzten Video hatte ich euch gefragt, ob ich noch einen Deep Dive in das aktuelle und auch in die darauffolgenden Updates machen soll. Und ungefähr die Hälfte der Kommentierenden hat geschrieben, ich soll es machen. Darum wird das Ganze jetzt angegangen. Das Video wird Timestamps haben. Das heißt, auch die, die bereits die anderen Videos gesehen haben, können dann einfach zum Ende hin spulen an die Dinge, die ich dann auch hinten dran hänge. Wer also hier schon Bescheid weiß, der kann einfach in der Timeline dahin springen, wo ich fertig bin mit dem Main-Block. Ich werde das ganze Ding einfach Main-Block oder Main-Update-Block nennen. Okay? Sehr gut. Let's go. Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig. Wasser. Damit wir hier in der richtigen Timeline sind, müssen wir hier mit dem großen Update anfangen. Zuallererst wurde The Armory dem Store hinzugefügt, das haben wir alle mitbekommen. Es gibt 3 neue Waffen-Collections, 2 Charm-Collections, 2 Sticker-Collections, die Gallery Case und diese Desert Eagle. Bei der geiern ja viele drauf, dass sie richtig schön blau wird. Ich habe mir meine noch nicht geclaimed und hoffe natürlich, dass meine total blau ist, das ist klar. Einfach den Pass kaufen und dann die Credits sammeln. Ihr spielt in Counter-Strike einfach jeglichen Modus, in dem man XP gewinnen kann. Diese Erfahrungspunkte werden dann auf jeden Pass, den ihr habt, ich habe hier den 5er Maximum, Maximalpass draufgerechnet. Und immer wenn einer voll ist, bling, erhält man einen Stern. Diese Sterne kann man dann hier ausgeben. Ihr seht ja immer den Preis und ich könnte jetzt praktisch hier in diese Collection reingehen und für 4 Sterne einmal praktisch die Collection öffnen, die Kiste öffnen. So, Armory abgehakt, jetzt geht's zu den Charms. Es gibt jetzt also diese ultra coolen Charms, die man sich an seine Waffen dran bambeln kann. Und dann liegt der Charm da halt rum und sieht cool aus. Diese Charms kann man mit einem Charm Detachment Pack einfach wieder von der Waffe entfernen. Der Charm geht dabei nicht kaputt. Die Charms haben auch gewisse Pattern bzw. ein Wear Rating und können somit zum Beispiel ihre Farbe verändern. Man kann hier also auch was ganz Besonderes ziehen, wenn man Glück hat. Wenn ihr euch so einen Charm hier im Armory kauft, also hier einfach so ein Item gettet. Bumm. Och, geil. Oh. Ohne Witz, genau den ich haben wollte, dann bekommt ihr 3 Charm-Detachment-Dinger mit dazu. Diesen Charm kann ich also anbringen, zack, und danach auch wieder abmachen, ohne dass ich extra noch solche Abmachungswerkzeuge kaufen muss. Pro Charm habt ihr praktisch 3 Abmachungen kostenlos. Charms abgehakt, weiter geht's, Inventory and Items. Alle Items haben, egal über welchen Weg ihr sie erhaltet, ab jetzt eine 7-Tages-Trade-Sperre. Wenn man also was ganz Neues hat, wie jetzt zum Beispiel auch die AWP, ich habe sie verändert, sie zählt somit als Trade gesperrt für diese nächsten 7 Tage, dann kann ich nicht einfach gucken, wie viel die zum Beispiel wert ist. Also nicht so wie sonst immer der Fall bei hier unten mit Sell Item, wie es zum Beispiel hier einfach der Fall ist. Hier sehe ich dann zum Beispiel, ah ja, okay, gut, 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 wenig. Und selbst im Steam-Account kann man es jetzt hier nicht sehen. Ich sehe bei der AK, ja, immer noch wenig, aber ich kann das nicht auf das Ding hier zum Beispiel gehen, das ich erst gezogen habe, oder auf die gerade veränderte AWP gehen, weil diese Items noch nicht tradable sind. Alle Sticker, Patches und auch Charms, die ihr woanders sehen könnt, zum Beispiel auf dem Markt oder bei einem Freund im Steam Inventory, kann man jetzt testweise bzw. wie in der Vorschau auf seine eigenen Items drauflegen. Ich kann jetzt also zum Beispiel bei Nico mir irgendeinen Sticker raussuchen, wie den hier, dann Inspect Game drücken und danach Preview Sticker auswählen und kann den irgendwo bei mir drauf previewen und gucken, wie das halt aussehen würde, wenn ich den Sticker besäße. Und ein Punkt, über den wir gerade vor kurzem im Stream gesprochen haben, ist folgender: Man kann jetzt nicht mehr die Weapon Cases deleten. Bis dahin konnte man einfach auf einen Case klicken und dann stand hier noch Delete Item, hier irgendwo. Ich weiß das ziemlich genau, weil ich früher sehr, sehr viele von meinen Cases gelöscht habe, weil ich zu viele hatte. Die nächsten beiden Punkte sind gerade für Sticker-Fans sehr, sehr geil. Während ihr einen Sticker anbringt und auch beim Entfernen von einem Sticker, habt ihr diesen Slider hier. Und hier könnt ihr ganz genau einstellen, wie stark abgekratzt der Sticker sein soll. Des Weiteren kann man Sticker jetzt auch einfach mit diesem Remove Sticker Button direkt entfernen. Wenn man Name Tags anbringen möchte, sieht man jetzt auch ein richtiges Preview, also eine gute Vorschau auf dem passenden Item. Hier wurde noch was gefixt, dass die Waffe nicht einfach unequipped wird, wenn ihr da einen Name-Tag draufhaut oder einen Sticker. Und wenn man eine Waffe customized, also da irgendwas dran macht, wird automatisch halt diese neue Version ausgerüstet. Ich denke, das gehört hier zusammen. Aber Volvo, was immer noch gemacht werden muss, und zwar dringend, ist die Problematik, die man hat, dass wenn man in einen Stash reingeht und da was Spezielles haben möchte, dass man nach wie vor keine Suchmaske hat. Man muss wirklich durchscrollen und du kannst bis zu 999 Teile in so ein Ding reinmachen, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist einfach too much. Ich suche vielleicht einfach nur genau diesen Cowboy-Hut, den da. Warum muss ich rumscrollen wie so ein Dackel? Unbedingt fixen. Dankeschön. So, Dölle. Animation. Diese ganzen Punkte beziehen sich aufs Movement, also beim Rumlaufen. Das Spiel ist jetzt um ein Riesenstück genauer, präziser geworden beim Laufen. Dieses extreme Rumgeschwabbel ist jetzt nicht mehr der Fall und das konnte dich natürlich sehr leicht verraten, wenn du gejigglepeakt hast oder irgendwie an der Kante halt rumgelaufen bist, weil einfach deine Beine schon um die Ecke waren praktisch. Das Ganze ist jetzt natürlich deutlich besser. Des Weiteren sind die Leiteranimationen besser geworden. Man hat zwar nicht allzu viele Leitern im Spiel, aber die paar, die es gibt, die benutzt man halt extrem häufig. Und da muss natürlich vor allem für Außenstehende alles passen. Wenn du auf einen schießt, der auf einer Leiter ist und der zappelt da rum wie so ein Affe, dann ist das halt blöd. Und bei den letzten 3 Punkten geht es darum, dass der Charakter mitunter so komisch
mich rumgepoppt ist. Auch das lässt das Spiel natürlich cleaner erscheinen, wenn die Animationen einfach passend aussehen und nicht einfach irgendwo rumgespackt wird. So, Animationen abgehakt. Gameplay. Granaten und Flashbangs detonieren nicht vorzeitig, wenn sie irgendwo hängen bleiben. Man kennt es noch, dass die Granate irgendwo am besten in dir hängen bleibt und dann einfach früher explodiert, als sie eigentlich sollte. Gameplay somit auch abgehakt. Grafik. Hier wurde bei den Einstellungen ein neues Dropdown-Menü hinzugefügt und im fortgeschrittenen Modus sind Artefakte bei den Flammen jetzt entfernt oder verbessert worden. Sehr, sehr gut. Grafiken auch abgehakt. Weiter geht's mit Audio. Ein Fehler wurde gefixt, bei dem User-Interface-Sounds nicht an der richtigen Position abgespielt wurden, während man in-game war. Des Weiteren wurde eine Problematik gefixt, bei der man selbst seine eigenen Steps gehört hat, aber die anderen Spieler sie nicht hören konnten und umgekehrt. Des Weiteren wurden fälschlicherweise abgespielte Wassersounds entfernt, die an lebenden Spielern zu hören waren. Es gab auch noch eine Problematik, bei der Voice-Chat auf Community-Server nicht funktioniert hat. Das ist jetzt auch gefixt. Und zu guter Letzt wurde ein Fall gefixt, bei dem eingehender Voice-Chat nicht mehr beendet wurde, also er einfach durchgehend weitergelaufen ist. Audio, zack, abgehakt. Über das Networking haben wir jetzt ja bereits gesprochen. Man kann sich jetzt viel besser anschauen, ob man Jitter hat oder nicht. Ihr geht einfach in die Settings und auf Game und dann auf Telemetrieren könnt ihr diesen letzten Punkt anschalten, auf Always zum Beispiel. Dann seht ihr hier oben rechts zu sehen, diese Anzeige. Die ist übrigens auch hier mit Millisekundenangaben daherkommt. Das war aber ein Update, das später kam. Wenn ihr Jitter habt, dann könnt ihr versuchen, es mit dieser Option One Packet zu entfernen. Einfach auf Option, Game und nochmal Game und direkt ganz hier oben könnt ihr hier bei Buffering to Smooth Over Packet Loss ein Paket einstellen. Networking abgearbeitet, jetzt kommen die Maps und hier werde ich nicht allzu viel sagen. Es wurden mal wieder Pixel entfernt, Löcher gestopft, die Geometrie ein bisschen verändert und so weiter und so fort, aber da kam jetzt nichts Wildes bei rum. Größere Map-Veränderungen bringe ich natürlich in die Videos rein, das ist klar. Aber dass hier auf das 2-B-Side-Clipping verbessert wurde oder gefixt wurde, pff, ja. Der vorletzte Punkt ist der Workshop-Punkt. Und hier geht es, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich nur um das Map-Editing. Also wenn du vor dich rumbaust, hast du zum Beispiel jetzt eine Wetness-Layer im Hammer-Editor. Und ich nehme an, dass sich das hier auch auf den Hammer bezieht. Das sind jetzt hier Shader-Geschichten, also es ist bestimmt alles eben für Leute, die halt mappen. Und im letzten Punkt, MISC, haben wir auch noch was, das eigentlich gar nicht so unwichtig ist. Und zwar wurden Command-Line-Options entfernt, die eigentlich nur für die Entwickler da sein sollten. Und mit solchen Command-Lines wurde über die letzten paar Monate schon viel Schindluder getrieben. Da haben Leute dann praktisch mehr oder weniger legale Cheats sich rangeholt oder das Spiel verändert, also irgendeinen Scheiß gemacht. Es ist gut, wenn sie das immer weiter einschränken, weil wir diese Option einfach nicht brauchen als normale Spieler. So viel zu den Release-Notes vom 2.10. Am 3.10. und am 4.10. wurde auch direkt noch was nachgeliefert. Zuallererst wurde der Snipescope gefixt. Hier hatte man mitunter so einen leichten Nebeleffekt drauf, als wenn man gerade noch so halb in der Smoke stehen würde. Auf Inferno wurden einige zu dunkle Stellen wieder aufgehellt und zu guter Letzt wurde noch ein Bug behoben, durch den Dinge, die kaputt gehen können, sich anders verhalten haben als erwartet. Als nächstes kommt hier ein Punkt, zu dem auch noch ein Zusatzpunkt von mir folgt, wenn wir hier mit dem Main-Block fertig sind. Und zwar gab es einige Quatschköpfe, die auf das 2 gegangen sind und sich so gekillt haben, um ganz schnell XP zu farmen. Da waren noch ein paar von unseren Leuten dabei. Und das wurde jetzt dahingehend gefixt, dass im Casual, Competitive und Wingman Knife und Utility Damage nicht mehr in den Score reinläuft. Man muss sich jetzt also richtig erschießen, damit man halt Punkte bekommt. Der Rückstoß der Waffen sieht jetzt in der Third Person richtiger oder passender aus. Hier jetzt eigentlich einen extra Punkt für Animation geben sollen, würde ich behaupten. Naja, dann gab es einige Shadows, die auf Community Maps gefehlt haben, die jetzt da sind. In dieser Vorschau hier gab es recht oft Probleme, dass hier entweder andere Agenten, die mit denen man gerade noch gespielt hat, oder auch weitere Deagles hier irgendwie im Bild drin sind. Das wurde jetzt auch gefixt. Dieser Network-Jitter-Graph, den ich euch eben gezeigt habe, hat jetzt eine Zahl für die Scale, also dieses MS, die Millisekunde, das hatte ich ja eben noch offen. Bei mir stand da, glaube ich, 50 MS. Mit dem vorletzten Punkt wurden auch diese Shell-Case-Error-Geschichten gefixt. Hier wurden die Hülsen von den 9mm Waffen als Error angezeigt. Und zu guter Letzt gibt es noch Stability Fixes. So, was das genau heißt, kann man hier leider wie immer nicht herauslesen. Also meistens geht es einfach nur darum, dass das Spiel halt nicht so oft abstürzt. Damit hatte ich zum Glück noch keine Probleme. So, der Main Update Block ist also fertig. Jetzt kommen wir zu den zusätzlichen Updates und Informationen. Erstens, das StatTrack Swap Tool und auch die Geschichte für die Name Tags haben jetzt beide ein anderes Bild erhalten. Und auch der Trade-Up Contract sieht jetzt anders aus. Weiter geht's mit der Laufzeit der Pässe. Diese Pässe haben kein Ablaufdatum. Sie gehen also so lange, bis ihr sie voll habt. Sobald ihr so einen Pass voll habt, könnt ihr ihn clearen und dann einen neuen Pass kaufen. Was ein Ablaufdatum hat, ist diese Limited Edition Deagle. Meine werde ich mir übrigens live im Stream claimen, dass wir uns freuen können, falls sie total blau ist. Und wenn sie verschissen
verschissen ist, dann ist sie halt verschissen. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach dieser Deagle einfach etwas anderes hier drin ist, ist relativ hoch. Und die Desert Eagle ist nicht das erste Limited Edition Item, das man haben konnte. Das letzte, an das ich mich erinnern kann, ist diese Souvenir Labrets Geschichte. Die hat man sich damals erspielen können, als Danger Zone an den Start ging. Da bist du reingegangen, hast ein bisschen gespielt und hast die dann bekommen. Da hat auch jeder halt eine spezielle. So wie es im Moment aussieht, scheinen die Volvos das Ganze hier als Operation zu zählen. Wenn du in deinem Profil auf Spiele gehst und danach bei Counter-Strike hier auf deine Personal Datas gehst und auf Operation Progress drückst, dann siehst du, dass jetzt hier ganz frisch ein weiteres Operation-Ding hinzugekommen ist. Der nächste Punkt betrifft weiterhin dieses Armory-Update, und zwar ist dieses Armory-Update ja jetzt plus minus ein Jahr nach dem Release von CS2 erschienen, und das ist sehr vergleichbar mit dem Arm-Steel-Update von damals, als die Skins hinzugefügt wurden. Das kam auch ungefähr ein Jahr, nachdem CSGO erschienen war. Also hier mauschelt jetzt schon der ein oder andere alte Sack, dass das natürlich von langer Hand geplant war und jetzt halt logischerweise so ablaufen musste. Ob das jetzt heißt, dass es nach diesem Armory-Update dann weitergeht mit Operations, weil es damals ja auch so war, ist natürlich nicht gesagt, aber es wäre wünschenswert. Es gibt einen Punkt dieses Armory-Updates, dass dieses Update extrem von den normalen Operations abhebt. Und zwar kann man sich die Sterne nicht kaufen. Man muss spielen. Zwingend. Sonst kriegt man die Sterne nicht. Bei den normalen Operations konnte man sich den Operation Pass kaufen. Es war also schon immer eigentlich sowas wie ein Season Pass. Du musstest dir den Operation Pass kaufen, dann konntest du die Operation spielen. So, du konntest dir dann aber einfach, wenn du es wolltest, diese Sterne zum Öffnen der Collections und so weiter und so fort kaufen. Das geht jetzt aber nicht oder nicht mehr. Du musst zwingend die Pässe haben und sie spielen und dann kriegst du die Sterne. Mir gefällt das System so deutlich besser, weil keiner einen wirklichen Umweg nehmen kann. Wir kommen aber gleich nochmal zu einem Umweg, der trotzdem genommen wird. Eine Sache kam mir nämlich gerade noch wegen der Jitter-Geschichte in den Kopf. Und zwar hat Fletcher Dunn, den haben wir bereits im letzten Video gesehen, der hat unter anderem eben diese Jitter-Sache erklärt und dass man dieses Paket 1 einstellen soll und so weiter und so fort. Er hat geschrieben, dass einer seiner Kollegen sehr starkes Internet hat, einen extrem guten Gaming-PC hat und trotzdem schlechtes Gameplay hat. Und das liegt wohl an seinem 300€ Gaming-Router. Es gibt nämlich Router, die mit dem QoS-Feature oder anderen Security-Features ausgestattet sind und die können ordentlich Jitter erzeugen. Hier habe ich euch zum Beispiel die Anzeige von einem TP-Link-Gerät herausgesucht. Hier kann man QoS einfach ein- und ausschalten und man sollte es, um Jitter zu verhindern, ausschalten. Beziehungsweise es könnte eben dadurch erzeugt werden, es muss natürlich nicht sein. Wenn ihr also immer noch rein jittert, dann geht bitte mal in eure Router-Einstellungen und guckt, ob ihr da QoS-mäßig irgendwas findet. Und jetzt kommen wir zum letzten, mitunter echt nervigen Punkt. Und zwar gibt es ja diese Lobbys, in denen man, oder gab es diese Lobbys bis vor kurzem noch, in denen sich die Leute so weggefistet haben. Hier war die Problematik folgende. Wenn jemand nicht mitmachen wollte, dann wurde er recht schnell gekickt und vielleicht auch reported. Das hat mir unter anderem auch jemand unter die Videos geschrieben, unter dem aktuellsten, glaube ich. Er hat sich in dem Fall darüber beschwert, wie schlimm Steam oder sowas ist. Wobei es natürlich an der verschissenen Community liegt, dass dann sowas halt mit Kicks und Reports und sowas bestraft wird. Die Sache hier, wie gezeigt, ist wie gesagt bereits gefixt. Natürlich gibt es jetzt dasselbe Spielchen, nur dass man sich halt direkt abknallt mit MPs und so weiter und so fort. Und ich denke, solange man es eben im normalen Rahmen des Spiels macht und andere Leute nicht kickt, ist es in Ordnung und ja auch immer noch im Rahmen des spielbar Möglichen. Jetzt gibt es aber Invite-Only Server, die so stark verändert sind, dass du da bis zu 30 Sternen pro Spiel kriegst. Das ist aber natürlich höchst illegal und sollte auf keinen Fall gemacht werden. Die Volvos werden damit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit durchgreifen und die User bannen, die sowas machen. Das gab es auch schon bei diesen Service Medals, wenn du auf Rot wolltest. Da gab es auch dann Lobbys, bei denen man sich hochschisseln konnte und ganz viel XP halt snacken konnte. Da wurden dann am Ende die Leute gebannt, die das gemacht haben. Also macht das nicht, lasst euch nirgendwo hin einladen und macht diesen ganzen Scheiß einfach gar nicht. Das andere, dass man auf einen richtig, also ganz normalen öffentlichen Server geht und sich da halt die Köpfe einschlägt, man kann es machen. Aber auch das würde ich niemandem raten, zumal eure Sterne sowieso schnell genug vollgehen. Ich habe mir hier meinen ersten Stern, ich habe mir die so ein bisschen verzögert geholt, die anderen. Ich habe mir den ersten Pass direkt beim Erscheinen der Operation gekauft, oder halt das Pass, das meine ich, sorry, nicht Operation, und ich bin jetzt schon bei 21 von 40 Sternen und ich spiele einfach nur, also ich spiele ganz einfache Matchmakings, beziehungsweise Premierspiele und auch mal ein bisschen Wingman und sowas, also ich mache das, was ich sowieso die ganze Zeit gemacht habe und sammle währenddessen noch die Sterne. Ihr müsst hier keine Sorgen haben, dass ihr irgendwie zu lange braucht, zumal eure aktivierten Pässe sowieso nicht verschwinden. Wie vorhin erwähnt, ist das einzig zeitlich beschränkte die Deagle. Wenn diese 99 Tage rum sind, dann gibt es die wohl nicht mehr. Aber bei allem
einem anderen muss man sich keinen Stress machen. Mir ist schon klar, warum das Leute machen, aber ja, ich würde es halt echt nicht machen. Lass das lieber, ich kann nur davon abraten. Also vom Kicken und Reporten anderer, die bei sowas nicht mitmachen wollen, das Spiel ist dafür nun mal nicht gemacht. Wenn da jeder mit einverstanden ist, ist ja cool. Wenn nicht, dann geht's halt nicht. Weil am Ende vom Tag sind die Leute, die dieses Gespamme machen und sich zum Beispiel irgendwo treffen und die ganze Zeit killen, die, die dieses Disruptive Behavior an den Tag legen und dafür halt eigentlich reported gehören. Wenn ich für meinen Teil auf einen Casual-Server gehen würde, was ich sowieso nicht mache, und da machen die Leute den Scheiß und sie sagen, hey, willst du mitmachen? Dann sage ich, nee, und dann gehe ich halt wieder. Also ich würde dann natürlich auch nicht mit Absicht die ausbremsen und sagen, haha, lala, ich renne jetzt hier rum. Ja. Das waren jetzt noch ein paar Zusatzinfos, die ich hier hinten dran gekloppt habe. Ich mache auch noch ein extra Video zu den Skins an sich. Da wurde einiges erfragt, das kommt noch. Ich hoffe, ihr hattet mit diesem Video wie immer Spaß. Ich weise nochmal ganz kurz auf unser Fennec Fox Giveaway hin. Dieses Giveaway wird diese Woche finalisiert. Diese Woche ist es offen. Diese Woche kann man rein. Das Ganze läuft auf Twitch, kommt einfach in die Streams und seid mit am Start. Ich werde auf jeden Fall Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag streamen. Egal welches Spiel gerade live läuft, auch wenn es kein Counter-Strike ist, ihr sammelt trotzdem die ganze Zeit die Bubble Dollar, während ihr den Stream anhabt und könnt die ganze Zeit in das Teil rein. Ich werde Dienstag oder Mittwoch nach Counter-Strike, wenn wir richtig schön viele Zuschauer haben, auch ein bisschen Black Myth Wukong spielen, weil ich da von Twitch noch einen Auftrag habe. Währenddessen sammelt ihr die Dinge aber auch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, es gab schon Leute, die gesagt haben, ah ja, du hast kein Counter-Strike gespielt, deswegen dachte ich, geht das Giveaway nicht. Das Spiel ist egal, was ich spiele. Die Giveaways sind immer unabhängig vom Spiel. Mein Link ist in der Videobeschreibung, einfach draufklicken und halt mit dabei sein. Nach dieser Fennec Fox gibt es weitere große Giveaways, falls es für euch nicht mehr reichen sollte für die Fennec, dann macht ihr halt beim nächsten Live-Giveaway mit oder bei der nächsten Fennec. Wir haben durch meinen Partner Skinbaron, der am Anfang ja immer beworben wird, die Möglichkeit, wirklich schöne Giveaways für euch zu machen, und ich kann auch gerne nochmal so eine Deal raushauen oder sonst was, egal. Also wir können da sehr, sehr viel machen, wir haben viel Spielraum und glücklicherweise bekomme ich von euch immer noch obendrauf weitere Skins, also kleinere bis mittelgroße und große Skins, Knives und so weiter und so fort, auch für die Giveaways. Also es ist ein absoluter Banger. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben viel zu geben. Also kommt gerne mit rum und macht mit. Ja, dann vielleicht bis später oder aber halt bis spätestens morgen Abend, 18 Uhr, wie immer, dann dienstags Livestream. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video, und sollen wir hier noch ein Giveaway machen? Da hauen wir noch geschwind eine AK-47 Emerald Pinstripe raus. Bei diesem Giveaway kann man einfach mitmachen, indem man auf Folgendes antwortet, und zwar: Wie seht ihr das mit diesen Boosting-Lobbys, also diese XP-Boosting-Lobbys? Findet ihr das in Ordnung? Sagt ihr, ja komm, wenn die das machen wollen, sollen sie es halt machen. Ich meine aber nicht diese ultra-fischigen, wo man wahrscheinlich für gebannt wird, sondern einfach nur, ich gehe irgendwo rein und hoffe, dass man sich ganz schnell killt, um XP zu farmen. Findet ihr das in Ordnung? Seht ihr da einen größeren Sinn für euch selbst? Oder sagt ihr, mir ist vollkommen egal, ich spiele doch sowieso. Und gerade jetzt, wo man wieder was zum Hingrinden hat, macht es noch mehr Spaß. Ich spiele sowieso rein, bla bla bla, oder wie oder was. Haut es in die Kommentare, dann seid ihr hier, wie gesagt, automatisch mit dabei. Vielen Dank für alles. Wir sehen uns dann spätestens morgen oder vielleicht sogar heute schon in einem extra Livestream. Lasst es krachen, bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.